Der Spinosaurus ist das offizielle Maskottchen von Jurassic Park 3. Und ich weiß noch, wie sich die Fans damals aufgeregt haben, als das Tier präsentiert wurde. Und dann später auch während dem Film klar wurde, okay, der Spinosaurus tötet einfach den Tyrannosaurus Rex. Zwar wird in dem Film nicht unsere geliebte Rexy getötet, aber trotzdem ist das so ein kleiner Hink in Richtung, ja, wir ändern jetzt eben das Maskottchen. Der T-Rex ist quasi nicht mehr die größte Bedrohung, wir haben jetzt den Spinosaurus. Ich gehöre zu der Kartei, die sagt, ja, ich fand das ziemlich cool. Ich mag den Spinosaurus, ich mochte diese aggressive Art und ich mochte auch generell den Auftritt des Tieres. Er war für mich persönlich unheimlicher als der T-Rex und auch monströser als der T-Rex. Hat der Spinosaurus trotzdem so einen ikonischen Auftritt bekommen wie Rexy in Jurassic Park 1? Natürlich nicht, nein. Aber dennoch muss man wirklich sagen, der Spinosaurus ist sehr imposant und auch den meisten im Gedächtnis geblieben, egal ob negativ oder positiv. Allerdings bringt das Tier mehr Fragen in den Film, als es wirklich Antworten liefert. Generell Jurassic Park 3 ist ja voller Fragen, die wir in allen möglichen Videos bereits behandelt haben. Ich habe dir jetzt mal hier oben die Playlist zu Jurassic Park 3 verlinkt. Da kannst du alle Fragen rund um Jurassic Park 3 nachholen. Wer hat die Crew auf dem Boot getötet? Wie kam der Spinosaurus durch das Gehege hindurch, aber nicht mehr durch das Tor? Und ganz viele andere Fragen. Ist das der Baby-Rex aus Jurassic Park 2, den der Spinosaurus tötet? Die Antwort ist... keine Ahnung, findest du auf jeden Fall hier oben in der Playlist, schau gerne mal rein. In diesem Video soll es um den Spinosaurus gehen, aber vielmehr um die gesamte Geschichte des Spinosaurus. Während der Recherche dabei bin ich auf ein paar Fakten gestoßen. Das heißt, wir reden jetzt hier über die gesamte Story des Spinosaurus, also auch vor den Ereignissen von Jurassic Park 3 bis eben hin zu den Ereignissen von Jurassic World Camp Cretaceous. Und hierbei werden wir aber auch auf ein paar andere Dinge eingehen, die sehr essentiell wichtig sind. Also Stichworte wie zum Beispiel das sogenannte Amalgam-Testing werden jetzt hierbei wieder aufkommen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was für ein Ding, so ging es mir auch, ich werde es euch auf jeden Fall erklären. Ebenfalls werden wir besprechen, warum der Spinosaurus so extrem wichtig für die Erschaffung des Indominus Rex gewesen ist. Hier kommen also alle möglichen Fakten rund um den Spinosaurus zusammen. Ob ihr ihn mögt oder nicht, vollkommen egal. Eins verspreche ich euch, es wird sehr interessant. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video jetzt aber hier startet, müssen wir von vorne ab erneut klären, dass ich jetzt hier vom Jurassic-Kanon, also von der Jurassic-Lore spreche. Wenn hier jetzt Dinge aufkommen wie, der Spinosaurus ist mächtiger als der Tyrannosaurus Rex, dann ist das in der Welt von Jurassic so. Das ist ein Fakt, dass in der Welt von Jurassic der Spinosaurus das mächtigere Tier ist im Vergleich zum T-Rex. Deswegen bringen mir jetzt Kommentare nichts, die ihr andauernd noch solche Videos drunter schreibt. No, aber im echten Leben haben Wissenschaftler herausgefunden, dass der Spinosaurus eigentlich nur fettfreie Butter gegessen hat. Vollkommen Bums, im Jurassic-Szenario ist der Spinosaurus ein an Land lebender Fleischfresser, der mächtiger ist als der Tyrannosaurus Rex. Es ist ganz wichtig, dass wir das hier von vornherein geklärt haben. Im Jahr 1997, also schon lange nachdem der Jurassic Park wirklich komplett verfallen war, auch nach den Ereignissen von The Lost World Jurassic Park oder eben gerade nach den Ereignissen von The Lost World Jurassic Park, übernahm die Masrani Corporation die Ingen Corporation. Der Konzern Ingen wurde also aufgekauft und Mr. Masrani übernahm die Leitung von dem Ganzen. Es ist angegeben, dass exakt 100 Tage nach der Übernahme Masranis von Ingen, da war das Ganze noch nicht wirklich fusioniert. Also es gab noch Ingen und Masrani, aber beides zusammen stand unter der Leitung von Masrani. 100 Tage nachdem diese Übernahme eben stattgefunden hat, schickte Masrani, sowohl von der Masrani Corporation als aber auch von Ingen, Wissenschaftler auf die Isla Sorna, um dort bestimmte Forschungen an Dinosauriern durchzuführen, die später wichtig für den Jurassic World Park sein werden. Dr. Henry Wu war einer dieser Wissenschaftler, der eben mit auf diese Insel gekommen ist. Über Dr. Henry Wu habe ich jetzt auch schon mehr als genug Worte verloren. Die gesamte Geschichte von Henry Wu habe ich dir in einem Video mal erklärt. Das habe ich dir auch unten in die Beschreibung reingesetzt. Wir werden jetzt hier nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall war Dr. Henry Wu mit dabei gewesen, als diese Forschung begonnen hat. Wovon Mr. Masrani allerdings nicht wusste, ist, wie weit diese Forschung gehen sollte. Denn hier wurde auch im Geheimen der Gedanke geschmiedet,
bestimmte Zellen von Dinosauriern miteinander zu kombinieren, zu fusionieren, um eben Hybride herzustellen, was wir dann auch später in Jurassic World sehen. Dieses Testing war das sogenannte Amalgam-Testing. So nannten sie eben die Versuche an Dinosauriern, bei denen sie versucht haben, bestimmte Gene miteinander zu kombinieren. Wie gesagt, es ist nicht bekannt, ob Simon Masrani davon wusste, was da im Geheimen passiert ist. Das heißt, es gibt keine Indizien darüber, ob Masrani dieses Testing in Auftrag gegeben hat, aber ich glaube tatsächlich nicht, weil von Dr. Henry Wu auch im offiziellen Kanon-Spiel Jurassic World Aftermath immer wieder gesagt wurde, dass das geheim passiert ist. Und ich meine, ja, auch die gesamten Forschungen waren ja geheim, auch Mr. Masrani hat geheime Forschungen freigegeben, weil die gesamte Forschung an Dinosauriern war zu diesem Zeitpunkt noch unter Fach und Dach. Das durfte nicht gemacht werden, das war illegal. Aber Henry Wu gibt darauf ein paar Hinweise, dass das, was er getan hat, auch Simon Masrani unbekannt war. Ich meine, erinnern wir uns nochmal an Jurassic World. Masrani wusste so gut wie gar nichts über den Indominus Rex und deswegen glaube ich, dass auch hier Henry Wu Simon Masrani mehr oder weniger im Dunkeln gelassen hat. Während diesem Testing hat man nicht nur versucht, bestimmte Zellen von Dinosauriern miteinander zu kombinieren, was eben naheliegend war, da man ja auch Zellen von Dinosauriern, also ausgestorbene Zellen, die aber noch erhalten wie er blieben, aufgrund der Bernsteine, hat man ja damals mit Frosch-DNS oder anderen Echsenarten kombiniert, um eben Dinosaurier zu erschaffen. Deswegen kam man ja auf die Idee auch zu sagen, wir können bestimmte Dinosaurier erschaffen aus verschiedenen Dinosaurier-DNS-Strängen. Unter anderem hat man sich aber auch überlegt, was wäre denn, wenn wir einfach nur einen DNS-Strang von einem Dinosaurier nehmen, den wir bereits erschaffen haben, als Beispiel den Parasaurolophus, und würden diesen DNS-Strang so genmanipulieren und so stark verändern, dass wir sogar das Design der Dinosaurier verändern konnten. Was wir auch später in Jurassic World Camp Cretaceous sehen, wo wir eben leuchtende Parasaurolophus haben. Das heißt ja, Jurassic Park 3, ihr merkt schon, ist tatsächlich unfassbar wichtig für die Geschichte von Jurassic World. Denn alles, was zu den Ereignissen von Jurassic Park 3 geführt hat, führt später zu den Ereignissen in Jurassic World. Ist eine sehr interessante Sache, aber es geht noch weiter und es wird noch heftiger. Unter anderem war der Spinosaurus eines dieser Ergebnisse. Und ja, jetzt würde es auch Sinn machen, weil sich ja viele von euch beschweren, der Spinosaurus in Jurassic Park 3 sieht ja gar nicht so aus, wie er in echt ausgesehen hätte. Ist an sich eine dämliche Kritik, weil das eben, wie gesagt, die Jurassic Park Lore ist und nicht der Realismus. Aber jetzt haben wir sogar eine Antwort darauf, warum das so ist, die irgendwie auch in unsere Realität gebracht werden konnte. Der Spinosaurus wurde genmanipuliert und wurde gentechnisch verändert. Unter anderem wurde er deswegen so aggressiv. Unter anderem. Das heißt, die Aggressivität des Spinosaurus ist darauf zurückzuführen, dass Dr. Henry Wu an dem Tier rum manipuliert hat. Aber der Begriff oder das Wort unter anderem, das impliziert ja dann auch, dass noch mehrere Eigenschaften des Spinosaurus nicht dem echten Spinosaurus entsprechen. Somit könnte man eben auch sagen, okay, auch das Aussehen, das Design des Spinosaurus wäre deswegen so anders, als es in echt gewesen ist, weil das Tier eben genmanipulativ so verändert wurde, dass es irgendwie den Wünschen, den Bedürfnissen Dr. Henry Wu's entspricht. Sollen wir mal ganz kurz ansprechen, dass Biosyn zu dem Zeitpunkt bereits drin gesteckt hat in der ganzen Geschichte. Wirklich interessant und auch hier muss ich sagen, Jurassic World, warum zum Teufel habt ihr Biosyn nicht schon im ersten Film eingeführt? Diese Fakten, diese Storyline war vor Jurassic World 1 bereits niedergeschrieben. Ich meine sogar kurz vor Veröffentlichung des ersten Films, gut, da war das Drehbuch wahrscheinlich schon fertig und der Film auch fertig gedreht, aber ich meine spätestens bei Fallen Kingdom hätte man Biosyn einführen sollen, denn Biosyn war einfach mit in diesem Amalgam-Testing involviert gewesen. Das ist eben auch der Grund, wie Biosyn so schnell an Dinosaurier-DNS gekommen ist. Die haben nämlich schon zum Zeitpunkt von Jurassic World im Hintergrund versucht, Dinosaurier-DNS zurück zu implementieren. Bis zum Ursprung haben sie dann auf ihre hundertprozentige Reinheit umgewandelt, wie es eben auch im Buch beschrieben ist, und haben dann daraus die Dinosaurier geschaffen, die wir in Jurassic World Dominion sehen, also den Pyroraptor mit dem Federkleid und andere Dinosaurier wie den Tericinosaurus, die eben hundertprozentiges Genom haben. Habt ihr euch jemals gefragt, wie Biosyn ein hundertprozentiges Genom gekommen ist? So. Also die waren mit auf der Isla Sorna gewesen, haben da Dino-DNS mit entwendet und haben dann angefangen, im Hintergrund an den Dinosauriern rumzuforschen. Das wäre eine Backstory gewesen, die hätten wir definitiv in Jurassic World haben können. Ist aber egal, es ist nicht passiert. Ihr erfahrt jetzt eben hier, Biosyn war mit auf der Isla Sorna und steckt tatsächlich tiefer in der Geschichte mit drin, als uns das die Filme jemals gezeigt haben. Zu dem Zeitpunkt dieses Amalgam-Testing wurde auch das Verhalten der Dinosaurier mit angepasst. Den Spinosaurus habe ich eben gerade schon erwähnt, der wurde wesentlich aggressiver gemacht. Aber auch die Velociraptoren, die wir in Jurassic Park 3 sehen,
die entsprechen nicht der Norm. Die sind wesentlich schlauer als die Raptoren in Jurassic Park 3 oder auch Jurassic Park 2. Und der spielt ja bekanntlich auf derselben Insel wie Jurassic Park 3. Außerdem haben sich die Dinosaurier auch vom Design her stark verändert. Die haben ja dieses rote, fast schon Federkleid. Ich meine, es sagen eben alle, das sind Federn auf den Köpfen, aber das sind mehr so, keine Ahnung, was das sind, Antennen. Auf jeden Fall sehen die vom Design her anders aus. Auch die weiblichen Raptoren unterscheiden sich ja nochmal von den männlichen und eben auch von denen aus Jurassic Park 2. Das hängt alles mit diesem Amalgam Testing zusammen. Die haben hier schon angefangen, die Designs der Raptoren zu ändern, haben mit Biotechnologie das Verhalten verändert und haben die Tiere vielleicht ein bisschen zu intelligent gemacht. Insgesamt waren es, meine ich, 4 Dinosaurier, ich habe sie euch ja gerade mal eingeblendet, die in diesem Amalgam Testing gezeugt wurden und die unter anderem zusammen mit den Velociraptoren gentechnisch verändert wurden. Was hierbei interessant ist, ist allerdings, dass lediglich 2 dieser Dinosaurier nicht offiziell in Indons Liste gelistet sind. Einer von denen ist logischerweise der Spinosaurus, der kam in Indons Liste niemals vor, wurde aber inoffiziell immer als Produktion 14 betitelt. Das könnte später nochmal interessanter werden. Ich habe da bis jetzt noch keinen Bezug dazu gefunden, zu späteren Filmen, aber Produktion 14, den Begriff merken wir uns auf jeden Fall mal. Da finden wir eventuell noch was heraus. Ebenfalls war der Ceratosaurus nicht auf Indons Liste. Die beiden Saurier wurden geheim gehalten und es gibt offizielle Dokumente, die anmerken könnten, dass ein ursprünglicher Plan gewesen ist, dass man die DNS vom Spinosaurus und eben vom Ceratosaurus nimmt und die beiden kombiniert. Ja, dass man quasi damit den ersten Hybriden schafft. Dr. Henry Wu erwähnt aber auch in Jurassic World Afterlife, dass der Spinosaurus eben zu wild und zu gefährlich geworden ist und deswegen wurde er aus dem Testprogramm herausgenommen. Also der wurde eben aufgrund seiner Aggressivität nicht für tauglich dafür empfunden, an diesem Testing mit teilzunehmen. Die Geschichte geht noch weiter, aber hier bin ich ganz kurz mal auf eure Meinung dazu gespannt. Meint ihr, das könnte sein? Meint ihr, mein Gedankengang ist hier richtig und die beiden Saurier könnten von der Liste Indons entfernt worden sein, beziehungsweise nur als Produkt 14 und was auch immer der Ceratosaurus gewesen ist, angegeben worden sein, weil man ursprünglich geplant hat, die beiden Saurier miteinander zu fusionieren? Ich meine auch, die Aussage in Jurassic World Afterlife deutet doch wieder sehr stark darauf hin und ich glaube wirklich, dass ich hier einen relativ klaren Gedankengang dazu habe. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch eine andere Idee, was es damit auf sich haben könnte. Auf der offiziellen Website der Dinosaur Protection Group, die ja auch zum Teil des Marketings zu Jurassic World gehört und immer noch weiter gepflegt wird, können wir offiziell entnehmen, dass die Produktion des Spinosaurus den Weg zur Produktion des Indominus Rex geebnet hat. Jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt von eben gerade zurück. Da war doch was in Planung. Ceratosaurus und Spinosaurus kombinieren, irgendwas war doch da im Hintergrund gewesen. Warum wurde sowas nie verfilmt? Warum fehlt uns dieses Riesenstück an Film? Ich kann es euch nicht sagen. Ich mache das noch. Bitte dreht noch diesen einen Film, mindestens der zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World spielt. Das ist anscheinend eine unfassbar geile Geschichte. Nachdem das Amalgam-Testing aber an ACTA gelegt wurde, aufgrund dessen, weil es zu viel Aufmerksamkeit erregt hat und Dr. Henry Wu gesagt hat, wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger agieren, haben sie eben alle ihre Forschungsergebnisse mitgenommen, eingepackt und haben die Dinosaurier zum Teil freigelassen, zum Teil sind die aber eben auch so entkommen. Die Velociraptoren haben sich ungewollt häufig fortgepflanzt und eben reproduziert und die Insel wurde eben dann, naja, sich selbst überlassen. Der Spinosaurus wurde im nördlichsten Teil der Insel relativ schnell zum ultimativen König an Land. Im Jahr 2001, so wird es zumindest offiziell niedergeschrieben, wurde der Spinosaurus dann das offizielle, naja, das mächtigste Tier an Land, quasi das Alpha des gesamten nördlichen Teils. Und ich könnte wetten, dass das damit zusammenhängt, dass das auch das Jahr war, in dem der Spinosaurus den Tyrannosaurus Rex getötet hat auf der Insel. Ich weiß, wir haben noch 2 andere T-Rexe auf der Insel, die aber eben nicht im nördlichen Teil, sondern ich glaube im südwestlichsten Teil gewesen sind oder im südöstlichsten Teil. Wenn ich es finde, werde ich es hier gerade mal einblenden, was eben mit dem Grund ist, warum die Saurier sich eben auch nicht getroffen haben. Abgesehen davon, dass eben der Spinosaurus noch nicht geschaffen gewesen ist, wie ihr eben gerade erfahren habt, zum Zeitpunkt von The Lost World Jurassic Park 2. Ja, der Spinosaurus ist also freigekommen, hat die Insel quasi im nördlichsten Teil eingenommen und dann passieren die Ereignisse von Jurassic Park 3. Eric Kirby und Ben Hildebrand landen auf der Insel. Ich meine, wir kennen ja die ganze Geschichte. Ich habe zu Jurassic Park 3, meine ich, auch schon alles Mögliche erklärt, was man überhaupt erklären muss. Wie gesagt, die Playlist habt ihr einmal oben verlinkt. Ich kann sie nochmal in den Kommentarbereich reinpacken, damit ihr die auch wirklich nicht verpasst.
Die gesamten Ereignisse können wir nur mal kurz Revue passieren lassen. Alan Grant wird auf die Insel entführt, mehr oder weniger, weil er einfach meint, ich hätte gerne eine Stange Geld und dann fliege ich doch auf die Insel, obwohl ich eben gerade noch gemeint habe, auf gar keinen Fall. Dann lernen wir Amanda Kirby kennen, ein Charakter, der eigentlich nur ein einziges Wort durch die Gegend brüllt und die ganze Insel aufscheucht. Wir lernen den Spinosaurus das erste Mal so richtig kennen. Mit einem pompösen Auftritt, der dann auch einen Tyrannosaurus Rex tötet. Und letztendlich endet das Ganze aber so, dass Eric wiedergefunden wird. Es sterben ein paar Leute, die von Mr. Kirby angeheuert wurden, um, naja, zu helfen, die Insel zu begehen. Am Ende kommen dann aber alle Überlebenden aus der Nummer raus. Billy wird noch ganz kurz, wird uns noch ganz kurz für tot gefaked, nur um dann eine Minute später wieder zu sagen, der lebt jetzt doch noch, was auch immer das sollte. Aber am Ende ist dann eben alles Friede, Freude, Eierkuchen und Tyrannodon fliegen die Insel weg. Und man denkt sich, eigentlich ist das nicht gut, dass die gerade wegfliegen. Aber es kommt eine ganz schöne heroische Musik und alle lachen so und lächeln und irgendwie ist das dann was Romantisches, keine Ahnung. Offiziell kann man übrigens auch sagen, wenn ihr euch fragt, was mit diesem Tyrannodon da passiert ist, das ist offiziell bestätigt, dass die von Vic Hoskins abgeknallt wurden, Jahre später. Die sind tot. Also Jurassic Park 3 ist halt, wie gesagt, hat so ein paar Lücken. Aber das passiert dann eben kurz nach dem Amalgam Testing im Jahr 2001 kommt dann eben das zustande, was wir aus dem Jurassic Park 3 Film alles kennen. Übrigens sehen wir auch noch Überbleibsel von diesem Testing in Jurassic Park 3, denn wir sehen ja zum einen, als Dr. Alan Grant und die Kirbys in die Forschungsstation kommen, dass auf der einen Seite noch die Brutstationen stehen, wo diese Eier drauf sind. Wie wir jetzt ja aus der Buchbesprechung erfahren haben, dass diese Eierschalen da keine echten Eierschalen sind. Das ist eine Plastikart. Also Ingen hat quasi eine Plastikfirma aufgekauft, die einen Plastikkunststoff entwickelt hat, der sich wie Eierschalen verhält. Und der ist optimal dafür, um eigentlich Küken zu reproduzieren und irgendwas. Nur hat sich eben John Hammond damals gedacht, komm, machen wir halt Dinosaurier da draus, was er eben dann auch gemacht hat. Unter anderem sehen wir aber auch diese Embryodinosaurier, die ja scheinbar anders geschaffen werden als die Saurier, die eben in diesen Fake-Eierschalen herangezogen werden. Das ist das Algemer-Testing. Also hier werden quasi Prototypen entwickelt, die dann später designtechnisch her verändert werden könnten. Das könnten tatsächlich die Velociraptoren sein, das weiß man aber nicht genau. Es wird zumindest nicht genau gesagt, was da in diesen Reagenzgläsern drin rumschwimmt. Aber das auf jeden Fall ist das Testing, von dem wir jetzt hier schon oft gesprochen haben in diesem Video. Vielleicht sollte man auch einfach Jurassic Park 3 nochmal remaken und das alles mit aufgreifen, so in vielleicht zwei Filmen, einer geilen Serie. Ey, ich werde es noch tausendmal in so Videos erwähnen. Je mehr ich so diese Backstory erfahre, desto mehr denke ich mir, das müsste man eigentlich wissen. Das macht tatsächlich auch für mich Jurassic World wesentlich besser. Jurassic World funktioniert besser, wenn du das alles weißt, bin ich der Meinung. Naja, mal gucken. Vielleicht eines Tages bekommen wir noch unsere Serie oder eben unseren Film zu dem Thema. Im Jahr 2014 errichtete dann Simon Masrani im Jurassic World Park dieses Skelett vom Spinosaurus. Also das sehen wir auf der Hauptstraße eben zum Besucherzentrum im Jurassic World Park, wenn sie diese ganz lange Straße da langlaufen. Und es wird dann später vom Tyrannosaurus Rex, von unserer Rexy zerstört, was ja quasi so ein kleiner Zwinker sein soll nach dem Motto, ich weiß, ihr mochtet es nicht, dass der Spinosaurus den T-Rex getötet hat. Aber das ist doch jetzt wenigstens cool als Wiedergutmachung und das war nicht cool. Ihr hättet den Spinosaurus wieder zurückbringen müssen. Und noch ein Kampf zwischen den beiden, das wäre cool gewesen. Das ist lahm. Das ist echt lahm. Egal, auf jeden Fall gab es dann auch lange das Gerücht, ist das hier das Skelett des echten Spinosaurus? Und die Antwort ist nein, denn wir wissen ebenfalls, dass der Spinosaurus zum Zeitpunkt von Jurassic World und auch danach noch am Leben ist. Also der ist noch da draußen irgendwo. Ebenfalls können wir im Innovationscenter von Jurassic World Aufzeichnungen von einem Spinosaurus sehen. Ich sage jetzt hier von einem Spinosaurus, denn es ist nicht offiziell klar, ob es sich hierbei um den Spinosaurus handelt. Meine Meinung dazu ist ja, denn laut den offiziellen Angaben, die ich jetzt für euch auch unten verlinkt habe, gab es im gesamt Jurassic Park nur einen einzigen Spinosaurus. Das ist offiziell in der Lore eben so. Man könnte jetzt auch sagen, na gut, aber die haben den Spino ja auch lange Zeit verheimlicht. Vielleicht wurde auch ein zweiter verheimlicht oder eben als Produktion 15 betitelt. Wir wissen das eben noch nicht. Kann alles sein. Allerdings ist dann kurz darauf ebenfalls ein Gerücht aufgeflackert von offizieller Seite aus, dass Mentacorp eventuell nicht nur Dinosaurier von der Isla Sorna geholt und auf die eigene Insel geschafft haben. Und wenn sie die Dinosaurier nicht nur von der Isla Sorna geholt hätten, logischer Schluss, hätten sie die auch von der Isla Nublar geholt. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich jetzt gerade rede oder vielleicht auch Jurassic World Camp Cretaceous gar nicht gesehen habt, in Jurassic World Camp Cretaceous gibt es die sogenannte Mentacorp-Insel. Das ist so eine Insel,
Ey, bei der man wirklich, da musst du dir einen angetrunken haben, um das einfach zu akzeptieren. Also auf der Insel gibt es unsichtbare Häuser und Gebäude und Forschungsstationen, die von Roboterhunden bewacht werden. Kein Witz, das gehört offiziell zu Jurassic Park mit dazu. Und Dinosaurier werden später mit PlayStation-Controllern gesteuert, weil die so Chips im Gehirn haben. Und dann stehen die wirklich da und steuern die so wie Kinder, die gerade PlayStation spielen. Das passiert in Jurassic World Camp Cretaceous. Wie gesagt, Staffel 1 bis 3 der Serie. Könnt ihr euch angucken. Geil. Gerade Staffel 3 ist immer die beste Staffel. Danach 4 und 5 kommt genau das drin vor. Da denkt man sich dann schon so ein bisschen, huch, da seid ihr jetzt aber ein bisschen seid ihr jetzt vom Weg abgekommen. So ein bisschen habt ihr da jetzt vielleicht übertrieben. Auf jeden Fall ist das eben offiziell Teil des Jurassic-Universums und es wurde beschrieben, dass Mentacorp, weil die den Spinosaurus auch auf ihrer Insel haben, und das ist derselbe Spinosaurus wie der aus Jurassic Park 3, das ist ebenfalls offiziell bestätigt. Und Mentacorp hat diese Saurier von der Isla Sorna geholt. Deswegen war damals klar, okay, der Spinosaurus war nie in Jurassic World gewesen, sondern immer nur auf der Isla Sorna. Kurz darauf, nachdem aber die ersten Gerüchte und Theorien aufgeflackert sind, hat man dann auch in offizieller Seite von Universal und Jurassic World Gerüchte in der Richtung gestreut, ja, dass die Mentacorp-Leute aber auch auf der Isla Nublar gewesen sind, auf dem der Jurassic World Park untergegangen ist, und haben dann da wahrscheinlich auch Dinosaurier mitgenommen. Das heißt, der Spinosaurus kann von der Isla Sorna gekommen sein oder auch von der Isla Nublar. Ist im Endeffekt auch vollkommen wurscht. Das ist auf jeden Fall derselbe Spinosaurus wie der aus Jurassic Park 3, der dann eben auf die Mentacorp-Insel verfrachtet wurde. Was hat Mentacorp mit dem Tier gemacht? Und das ist so eine Sache, wo ich auch sagen würde, ja, jetzt haben wir halt hier ein Problem, dass das eine Serie ist, eine Kinderanimationsserie, die aber sehr wichtige Sachen aufwirft. Also ich kann es wirklich jedem, ich als Jurassic Park Liebhaber und Jurassic World Kritiker, kann die Serie jedem nur empfehlen. Und auch hier wird eben eine Sache aufgegriffen, wo ich mir denke, das müsst ihr eigentlich ein bisschen genauer erklären. Laut der offiziellen Website der Dinosaur Protection Group im Internet wird beschrieben, dass an dem Spinosaurus im Jahr 2018 oder ab dem Jahr 2018 grauenvolle Experimente gemacht wurden und das Tier bis zur seelischen Verstümmelung gequält wurde. Das ergibt total Sinn, dass der Spinosaurus sich deswegen in Jurassic World 3 so anders verhält, dass er anders aussieht, ergibt wiederum keinen Sinn, aber anders verhält, ergibt wiederum Sinn, weil das Tier eben einfach gebrochen wurde. Unter anderem wurde hier auch von einem bestimmten Test gesprochen, aus dem der Spinosaurus allerdings ausgeschlossen wurde, erneut, weil er zu aggressiv ist. Das Projekt heißt übrigens ganz verheißungsvoll Regenesis. Also wirklich, da hat sich doch irgendwas aufgebaut. Hat man hier vielleicht Ideen gehabt, wie man Jurassic World fortsetzen kann? Kommt das nochmal vor, vielleicht in späteren Filmen? Dann müsste man allerdings wirklich eine Kinderserie gesehen haben, um die Geschichte zu verstehen. Aber auf jeden Fall ist es sehr interessant, dass auch Mentacorp scheinbar bestimmte Experimente mit dem Tier vorhatte und dabei auch feststellen musste, nee, der ist dafür auch zu aggressiv. Der Spinosaurus hat also kein leichtes Leben gehabt. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was passiert aber mit dem Tier am Ende von Camp Cretaceous? Und kurzer Spoiler an der Hinsicht, es gibt sogar ein kurzes Rematch zwischen dem T-Rex und dem Spinosaurus, allerdings auf sehr seltsame Art, nicht so wie wir uns das Ganze vorstellen. Und ich werde in dem Video jetzt einfach mal nicht verraten, ob der Spinosaurus am Ende von Camp Cretaceous noch überlebt. Das überlasse ich nämlich dir. Schau dir die Serie wirklich mal an. Wirklich, also gerade Staffel 1, 2 und 3, wovon die dritte wirklich die unfassbar geilste Staffel ist. Ich gehe sogar so weit und sage, die dritte Staffel von Jurassic World Camp Cretaceous ist besser als alle Jurassic World Filme zusammen. Schau es dir auf jeden Fall an. Ich werde dir das Ende mal nicht spoilern. Schau es dir an. Das ist jetzt die gesamte Geschichte des Spinosaurus gewesen. Und ihr merkt schon, da steckt wirklich sehr viel Substanz dahinter. Man hat sich sehr viel Gedanken gemacht und sehr viel Mühe dabei gegeben, dem Tier eine Backstory zu geben oder auch generell den Ereignissen von Jurassic Park 3 bis hin zu Jurassic World eine Backstory zu geben. Und diese Backstory scheint besser zu sein oder interessanter zu sein, besser durchdacht gewesen zu sein als die gesamte Jurassic World Trilogie. Weswegen ich immer noch nicht verstehe, wieso habt ihr nicht das verfilmt? Was war so schwer daran, sich bei den drei Filmen so viel Mühe zu geben, wie bei dieser Überbrückungsgeschichte, die offiziell Kanon ist? Also ich verstehe es wirklich nicht und eventuell bekommen wir, ähnlich wie auch bei Star Wars, irgendwann noch bestimmte Brückenfilme, die Film A und B miteinander kombinieren. Da wäre das hier das Optimale. Jetzt schreibst du mir am besten wie immer deine Meinung dazu in die Kommentare. Was hältst du davon? In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.